Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 34a und 34b sowie den Zusatzpunkt 6. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Genehmigungen für Rüstungsexporte in die Staaten des Golfkooperationsrates widerrufen und keine neuen erteilen, sowie die Beratung der. Ja, meine Damen und Herren, das Thema, das jetzt ansteht, ist also der Waffenexport in die Golfstaaten. Dazu liegen vor Anträge sowohl der Linksfraktion als auch der Grünen. Sie möchten die Genehmigung für Rüstungsexporte in die Staaten, in die Golfstaaten widerrufen und keine neuen genehmigen. Insgesamt sollen die Waffenexporte in diese ja bekanntermaßen unruhige Region verboten werden. Erster Redner in dieser Debatte ist jetzt Jan van Aken für die Linksfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, ich muss Sie jetzt enttäuschen. Ich werde jetzt nicht über Steinmeier und Gabriel und Frau Merkel herfallen und mich maßlos über diese unfassbar hohen deutschen Waffenexporte aufregen, obwohl die natürlich viel zu hoch sind. Und obwohl ich mich natürlich aufrege, aber ehrlich gesagt treibt mich im Moment eine andere Frage um. Wenn ich mir anschaue, wie sich in den letzten 3 Jahren die deutschen Waffenexporte entwickelt haben, drängt sich mir vor allem eine Frage auf. Woran ist Sigmar Gabriel eigentlich gescheitert? Sigmar Gabriel hat 2013 noch massiven Wahlkampf gegen die Waffenexporte gemacht. Er hat auch als Minister sich immer wieder dagegen ausgesprochen. Das kann man jetzt alles als Propaganda abtun. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, er wollte tatsächlich ein bisschen hier und da verändern. Und natürlich hat er sogar an einigen ganz kleinen Punkten etwas bewegt. Aber in der Summe unterm Strich ist Gabriel natürlich grandios gescheitert. Wenn ich mir jetzt angucke, dass im letzten Jahr sich die deutschen Waffenexporte verdoppelt haben, in einem einzigen Jahr. Das Jahr 2015 war das Jahr in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo mehr Waffenexporte als je zuvor genehmigt worden sind, im Wert von 12,8 Milliarden Euro. Ich finde, das sind 12,8 Milliarden zu viel. Und wie gesagt, das unter einem Sigmar Gabriel, der eigentlich genau das Gegenteil angekündigt hat. Und wenn ich mir jetzt seine Entschuldigung anhöre, mit denen er diese hohen Zahlen rechtfertigen will, dann ist das wirklich kompletter Unsinn. Er hat ja in den letzten 2, 3 Tagen 2 Entschuldigungen vor allem vorgebracht. Erstens, schuld sind immer die anderen. Schuld sind die Vorgängerregierung. Es war ja Schwarz-Gelb, die damals schon diesen Panzerdeal mit Katar durchgewunken haben. Richtig ist, dass die erste Genehmigung von Schwarz-Gelb kam. Richtig ist aber auch, dass die zweite entscheidende Genehmigung nach dem Außenwirtschaftsgesetz von Sigmar Gabriel im letzten Jahr erteilt worden ist. Er hätte sich weigern können. Er hätte Nein sagen können. Und es war ganz allein seine Entscheidung, dazu Ja zu sagen. Und alles andere ist eine faule Ausrede. Hören Sie bloß auf damit. Und wenn ich jetzt höre, naja, wenn wir Nein gesagt hätten, dann hätte die Firma dagegen eine Schadensersatzklage gemacht. Dann ist das richtig peinlich für die deutsche Sozialdemokratie. Das ist peinlich. Denn sollen die doch klagen. Dann müssen die den Prozess erst mal gewinnen. Denn sie haben doch gute Argumente. Sie können sagen, Katar führt Krieg im Jemen. Und sie wollen keine Panzer an eine kriegführende Partei liefern. Das sollen die erst mal gewinnen. Und selbst wenn am Ende die Bundesregierung diesen Prozess verliert, ist das uns das Geld nicht wert, wenn wir an die Toten im Jemen denken? Ich habe wirklich von einem Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokratie sehr viel mehr Rückgrat bei der Frage von Leben und Tod erwartet. Das ist ganz, ganz schwach, Herr Gabriel. Und jetzt kommen wir zur zweiten Ausrede von Sigmar Gabriel. Das waren in diesem Jahr so ein paar ganz große Projekte mit dabei, die müssen wir eigentlich rausrechnen. Da waren es die Kriegsschiffe für Großbritannien, 1,1 Milliarden Euro, ganz besonderer Sondereffekt, darf man nicht mitzählen. Das ist genauso Unsinn und Sie alle wissen das, weil es jedes Jahr solche Sondereffekte gibt. 2014 U-Boote nach Israel, 2016 wird es die Fregatte nach Algerien sein. Sie haben das jedes Mal und ich bin mir sicher, ich höre jetzt gleich 3, 4, 5 Mal die Kriegsschiffe nach Großbritannien. Streichen Sie das raus aus Ihrem Manuskript. Sondereffekte gibt es jedes Jahr. Völliger Unsinn. Unterm Strich bleibt genau ein Faktum übrig. Unter Sigmar Gabriel haben sich die Waffenexporte verdoppelt, obwohl er was ganz anderes angekündigt hatte. Und deshalb nochmal die Frage, woran ist er eigentlich gescheitert? Woran ist er gescheitert? Und ich glaube, er ist am System gescheitert.
am heutigen System der Rüstungsexportkontrolle, die schlicht und einfach nicht funktioniert. So wie das System aufgestellt ist, ist es einfach kaputt. Wenn Sie an den Waffenexporten künftig wirklich was verändern wollen, und das sage ich in Richtung der Grünen und in Richtung der Sozialdemokraten, wenn Sie künftig was verändern wollen, dann müssen Sie das System verändern. So geht es nicht weiter. Denn das System ist, und das wissen Sie ganz genau, das System ist völlig wischiwaschi butterweich. Dass selbst die schlimmsten Menschenrechtsverletzer, die schlimmsten Despoten, können sich eindecken mit deutschen Sturmgewehren, Panzern, mit Raketen, Handgranaten, alles, was sie wollen, geht in diesem System zu liefern. Das System ist eben nicht restriktiv, es ist kaputt. Und Sie alle hier, Sie alle im Bundestag müssen sich doch fragen, ob Sie wirklich ein System, eine Exportkontrolle haben wollen, bei dem die Waffenexporte immer steigen. Egal, wer gerade regiert. Gucken wir mal 15 Jahre zurück, da gab es eine rot-grüne Bundesregierung. Die rot-grüne Bundesregierung wollte die Waffenexporte reduzieren. Sie haben die Regeln neu gemacht. Und sie sind auch grandios gescheitert, genauso grandios wie Gabriel. Unter Rot-Grün sind auch die Waffenexporte immer weiter gestiegen. Brauchen Sie denn noch mehr Hinweise darauf, dass das System kaputt ist und Sie das anders machen müssen? Ich glaube tatsächlich, wir brauchen einen grundsätzlich anderen Ansatz. Und der Kern unseres Vorschlages ist, dass wir definierte gesetzliche Verbote haben. Ohne die kommen Sie bei den Waffenexporten nie weiter. Im Moment beruht das System bei der Exportkontrolle ja auf sogenannten Einzelfallentscheidungen. Und die Kriterien für den Einzelfall, wird jetzt diese Waffe an jenes Land geliefert? Diese Kriterien sind völlig vage. Sie haben Tausende von Schlupflöchern. Sie können darunter eigentlich am Ende gar nichts verbieten. Alles ist erlaubt. Sogar an Kriegsparteien dürfen Sie unter diesen Kriterien liefern. Aber diese butterweichen Kriterien sind nur ein Problem. Es gibt noch zwei weitere Probleme, über die wir ja bis jetzt eigentlich viel zu wenig geredet haben. Die automatisch dazu führen, dass heutzutage das System komplett auf Ja gestellt ist, dass praktisch keine Anträge abgelehnt werden. Wissen Sie eigentlich, wie viele Anträge im letzten Jahr abgelehnt worden sind? Es sind über 12.000 Anträge gestellt worden, abgelehnt worden? 100. Das ist das System, das auf Ja gestellt. Und die weiteren zwei Gründe dafür sind: erstens, ein Nein ist nicht nachhaltig. Ein Nein kann die nächste Bundesregierung sofort wieder aufheben. Ein Ja ist von Dauer, wenn sich die Bundesregierung nicht traut, auf eine Schadensersatzklage zu warten. Und das zweite Problem ist natürlich, wenn Sie sich denn einmal trauen, Nein zu sagen, haben Sie sofort ein diplomatisches Problem, weil das Empfängerland sich natürlich diskriminiert fühlt. Diese beiden Punkte kann man ganz wunderbar an einem aktuellen, konkreten Beispiel aufzeigen. Und das ist die G36-Fabrik, eine Sturmgewehrfabrik in Saudi-Arabien. Die wurde vor vielen Jahren genehmigt. Die Produktionsanlagen stehen bereit. Sie sind noch auf Zulieferungen aus Deutschland angewiesen, auf Ersatzteile, auf Bauteile und so weiter. Und diese Zulieferung hat Sigmar Gabriel jetzt gestoppt. Das finde ich gut und dafür möchte ich Sigmar Gabriel an dieser Stelle ausdrücklich mal danken, dass er das gestoppt hat. Könnt ihr mal klatschen, oder? Das Problem ist nur, dass dieser Stopp nicht nachhaltig ist. Wir haben im nächsten Jahr Bundestagswahl und nach dieser Bundestagswahl ist Sigmar Gabriel weg. Oder er ist woanders oder was immer er dann noch macht. Aber es gibt doch die ganz große Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Bundeswirtschaftsministerin dieses Nein von Gabriel kassiert, die Genehmigung erteilt, die G36-Fabrik läuft weiter in Saudi-Arabien. Und dann hat Gabriel unterm Strich gar nichts erreicht. 0,nix hat er erreicht. Das ist ein riesiges Problem. Und das ist jetzt keine Schwarzmalerei. Es gibt tatsächlich in der deutschen Geschichte konkrete Beispiele dafür, dass genau das passiert ist. Wieder Rot-Grün, als Joschka Fischer Außenminister war. Da hat er einen ganz schmutzigen Sturmgewehrdeal mit Mexiko gestoppt. Das Auswärtige Amt hat 2015 Nein gesagt zur Lieferung von G36 nach Mexiko. Dann gab es die Wahl 2005. Kurz danach wurde Steinmeier Außenminister und ein paar Tage später sagt das Auswärtige Amt Ja zum Deal mit Mexiko. Das zur Nachhaltigkeit in diesem System. Da können Sie 20 Jahre regieren, kaum sind Sie weg, kommt die nächste Ministerin oder der nächste Minister und das Problem ist wieder, dass alles geliefert wird. Deswegen funktioniert das System nicht so, wie es funktioniert, weil die Regierungen wechseln. Und Sie müssen jetzt ein System aufbauen, das nachhaltig ist, damit auch wenn Sie abgewählt sind, das Nein weiter bestehen bleibt. Das ist das Problem. Es gibt noch einen zweiten Grund, den man schön an der G36-Fabrik aufmachen kann. Denn selbst Gabriel könnte jetzt in den nächsten Wochen noch gezwungen werden, doch die Genehmigung zu erteilen. Denn was passiert denn, wenn Sie Nein sagen? Die Herstellerfirma wird wahrscheinlich klagen, es gibt einen Prozess und dann muss plötzlich die Bundesregierung öffentlich begründen, warum Saudi-Arabien diese Sturmgewehre nicht bekommt.
Gibt es tausend gute Gründe für, kann man alle nennen. Aber dann müssen Merkel und Steinmeier nach Riad und Auge in Auge den Saudis erklären, warum sie keine Sturmgewehre bekommen, ihre Nachbarn. Aber doch, das ist doch eine diplomatische Katastrophe. Und deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Merkel und Steinmeier jetzt dafür sorgen, dass das nicht abgelehnt wird, weil die eben dieses diplomatische Desaster mit Saudi-Arabien sich überhaupt gar nicht erst einhandeln wollen. Und das ist der Punkt. In dem Moment, wo sie Einzelfallentscheidungen haben und einmal Ja und zweimal Nein sagen, haben sie eine diplomatische Katastrophe. Das können sie nur dadurch aufheben, dass sie immer Nein sagen. Wenn sie ein generelles Verbot von Kleinwaffen haben, fahren sie nach Riad, sagen, Jungs, tut uns leid, hat nichts mit euch zu tun, wir Deutschen sind ein bisschen pazifistisch, aber kein Land kriegt was von uns geliefert, hat gar nichts mit euch zu tun, Punkt. Kein diplomatisches Problem. Und eine gesetzliche Regelung, die wirklich endlich mal die Waffenexporte reduziert, ist doch auch in Ihrem ureigensten Interesse. Ich meine, gucken Sie sich Sigmar Gabriel diese Woche an. Was für eine Blamage, nach diesem Wahlkampf jetzt Verdoppelung der Rüstungsexportzahlen rechtfertigen zu müssen. Und das Gleiche geschieht Ihnen in 2 Jahren wieder. Der nächste SPD-Wirtschaftsminister, der nächste grüne Außenminister wird genau wieder solche Peinlichkeiten vertreten müssen, wenn Sie nicht endlich mal an die Systemfrage rangehen. Sie wissen ja, von mir aus können wir jetzt alle Waffenexporte sofort verbieten. Ich weiß aber auch, dass es mit Ihnen so schnell nicht geht. Ich bin Realist, aber das Dringendste und Wichtigste, und ich glaube, da sind sich ganz viele hier einig, ist doch ein generelles Verbot von Kleinwaffenexporten. Das sind die tödlichsten Waffen dieser Welt. Wir wissen, dass wir das verbieten müssen. Kein Sturmgewehr, keine Handgranate, keine Panzerfaust mehr exportieren, nirgendwohin. Das ist unser Vorschlag. Und ich sehe überhaupt nicht, wo das Problem ist. Warum machen Sie damit mit, auch bei den Grünen? Warum erheben Sie nicht endlich mal diese Forderung? Denn es gibt doch eigentlich überhaupt kein gutes Argument gegen ein solches Verbot. Und auch in Deutschland werden Sie auf keinerlei Widerstand treffen, wenn Sie sagen, Kleinwaffen werden nicht mehr exportiert. Da haben Sie die Gewerkschaften, da haben Sie die Kirchen, da haben Sie über 80% der Bevölkerung, da haben Sie wahrscheinlich heute schon eine Mehrheit hier im Bundestag. Sie müssen es nur tun. Dankeschön. Jan van Aken war das für die Linksfraktion, deren Sprecher für Außenpolitik ist. Nächster Redner in dieser Debatte zum Thema Waffenexporte in die Golfregion ist jetzt. Jetzt kommt erstmal das Ergebnis der namentlichen Abstimmung. Die Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und sonstigen Änderungen des Rechts. Die namentliche Abstimmung zum Erneuerbaren Energiengesetz. Abgegebene Stimmen 574. Mit Ja haben gestimmt 444. Mit Nein haben 121 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. 9 haben sich enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf mit. Das ist die Mehrheit der Großen Koalition, die hier für dieses Gesetz abgestimmt hat, das damit also verabschiedet worden ist. Jetzt geht es weiter in dieser Debatte. Klaus-Peter Wilsch, CDU-CSU. So viel Zeit muss sein. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Herr van Aken, Sie setzen das Thema ja immer wieder auf, das ist Ihr Leib- und Magenthema, aber es ist schon schwer erträglich mit anzusehen, in welcher Selbstgerechtigkeit Sie sich da suhlen bei diesem Thema. Wenn wir das so machen würden, wie Sie gerade sagen, einfach verbieten und nicht links und rechts gucken, dann hätte der IS die Jesiden noch in viel größerer Zahl abgeschlachtet, dann wären die Kurden nicht in der Lage gewesen, die Peschmerga, den IS zurückzuschlagen, Kobane wäre gefallen und wir hätten dieses Zurückdrängen dieser Steinzeit-Islamisten nicht möglich gemacht, ohne unsere Lieferung von Milan und Sturmgewehren in diese Region. Wenn man selbst schon nicht helfen will, dann muss man wenigstens die bereit sind zu kämpfen, ertüchtigen, dass sie den gerechten Kampf führen können. Und das haben wir in diesem Falle gemacht. Sie versuchen ja immer wieder den Eindruck zu erwecken, das sei so etwas wie Gebrauchtwagenhandel in Libanon oder so, was hier stattfindet bei uns mit Rüstungsgütern. Sie wissen ganz genau, dass es anders ist. Aber weil ja die Wahrscheinlichkeit nicht auszuschließen ist, dass, auch wenn wir eine wiederholte Debatte zum gleichen Thema haben, auch wieder neue Menschen vielleicht zuhören, will ich die Grundlagen der Rüstungsexportpolitik noch mal kurz darlegen. Es ist klar geregelt, die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in der aktuellen Fassung vom 19. Januar 2000 liegen dem zugrunde. Das ist ein Beschluss aus einer Zeit, als Rot-Grün regierte. Wir haben in einer großen Kontinuität eine große Zurückhaltung in all diesen Fragen des Exports kritischer Güter von Rüstungsexport an den Tag gelegt.
einige bei uns finden, zu zurückhaltend. Es ist keinesfalls so, dass es irgendeinen Anspruch auf Genehmigung gäbe. Jede Rüstungsexportgenehmigung ist eine Einzelfallentscheidung. Gemäß Außenwirtschaftsgesetz und Außenwirtschaftsverordnung ist die Ausfuhr aller Rüstungsgüter genehmigungspflichtig. Rüstungsexporte werden grundsätzlich nicht genehmigt, wenn der hinreichende Verdacht besteht, dass damit interne Repression oder sonstige Menschenrechtsverletzungen ausgeübt werden. Die Prüfung und Genehmigung der Ausfuhr von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern obliegt dem Bundessicherheitsrat, der geheim tagt. Den Vorsitz hat die Bundeskanzlerin inne. Zusätzlich ist in dem Bundessicherheitsrat der Vizekanzler sowie die Bundesminister der Verteidigung, des Auswärtigen, des Innern, der Justiz, der Finanzen, für Wirtschaft und Energie und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Chef des Bundeskanzleramts. Gegebenenfalls werden Generalinspekteur hinzugezogen und Regierungssprecher. Bei der Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung handelt es sich nicht um einen formellen Akt. Es besteht kein Anspruch. Es sind vielmehr zahlreiche Gesetze und Vereinbarungen zu beachten, die schon kurz angerissen worden sind. Im Einzelnen geht es um das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, um das Außenwirtschaftsgesetz, um den Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren und Prinzipien zur Regelung der Transfers konventioneller Waffen der OSZE. Dazu haben wir erst vor wenigen Wochen, Stichwort kleine und leichte Waffen, mit der 6. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung die Kontrolle über die Ausfuhr von bestimmten Rüstungsgütern verstärkt. Es ist hier neu geregelt worden, dass die Grundsätze der Bundesregierung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik bei kleinen und leichten Waffen, dazugehöriger Munition und Herstellungsausrüstung in Drittländer am 18. März 2015 und die Eckpunkte vom 8. Juli 2015 für die Einführung von Post-Shipment-Kontrollen bei deutschen Rüstungsexporten umgesetzt werden. Der Exporteur muss eine Erklärung des staatlichen Endempfängers der Rüstungsgüter beibringen, die über den sogenannten Re-Export-Vorbehalt hinausgehen. Grundsatz neu für alt, Grundsatz neu Vernichtung bei Aussonderung. Ein umfangreiches Kontrollwerk, was sicherstellen soll, dass in jedem Falle die Waffen nicht unsachgemäß weitergegeben werden oder unsachgemäß eingesetzt werden. Ich will auch noch mal deutlich machen, gerade an dem Beispiel, das Sie fälschlicherweise auf See gelegt haben. Es ging um Tankflugzeuge für Großbritannien. Es ist ein europäisches Projekt. Da können wir nicht einfach als Deutsche jetzt mal dieses ganze Projekt zu Fall bringen, wenn wir mit einem NATO-Partner ein solches Geschäft machen und europäisch nicht mehr handlungsfähig sind innerhalb unserer industriellen Partnerschaften. Dann beschädigen wir damit unseren Industriestandort Deutschland. Wir müssen uns in diesen Fällen der engen Zusammenarbeit versichern. Deshalb ist es gut, dass wir unser europäisches Regelwerk auch hier eingeflochten haben. Die Notwendigkeiten, denen wir uns ausgesetzt sehen, wenn wir auf die arabische Halbinsel schauen, alles andere als der Garten Eden und alles andere als ein Hort blühender Stabilität, machen flexibles Handeln und machen Eingehen auf die konkrete Situation von Fall zu Fall notwendig. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nicht als ein Land, als auch nicht der große Weltpolizist, ein Land alleine diese Problemfelder in unserer Welt bereinigen können. Kein Staat der Welt kann heute, so heißt es im außenpolitischen Konzept der Bundesregierung von Februar 2012, kein Staat der Welt kann heute nur mit militärischen Mitteln oder allein für seine Sicherheit sorgen. Hierbei misst die Bundesregierung insbesondere der Entwicklung und weiteren Vertiefung sicherheitspolitischer Partnerschaften mit Staaten in entfernten Regionen sowie deren jeweiligen Regionalorganisationen, zum Beispiel Afrikanische Union, Arabische Liga, große Bedeutung bei. Es gibt einen geregen Besuchsaustausch, um die Kontakte am Leben zu halten, natürlich auch zum Nutzen für unsere Exportwirtschaft, aber auch, um immer wieder am Gesprächsfaden zu arbeiten und die Möglichkeiten der friedlichen Konfliktbeilegung und der Unterstützung im Kampf gegen Terror, Piraterie und andere Geißel, die die Menschheit heimsuchen, zu erzielen. In diesem Zuge
In diesem Zuge bleibt es nicht aus, dass wir mit Staaten reden müssen, deren staatliche Verfassung, mit der, wie wir sie uns gewählt haben und wie wir sie errichtet haben in unserem Lande, nicht übereinstimmen und viele Unterschiede aufweisen, die es uns nun nicht gerade dahin ziehen lässt, sondern wo wir sagen, mag jeder das machen, wie er es für richtig hält. Wir sprechen an, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt, aber wir sehen, die Welt ist, wie sie ist, und wir müssen mit dem Sachen der Wirklichkeit anfangen und mit der Welt leben, die wir haben. Wir arbeiten alle jeden Tag ein Stückchen dran, die Welt besser zu machen. Und das, was Sie hier vortragen, Herr von Aken, dass dabei Waffen grundsätzlich von Übel seien, kann ich eben nicht nachvollziehen. Genauso wie wir unseren Polizisten, unseren Soldaten zugestehen, mit der Waffengewalt die Rechtsgüter, für die sie einstehen, durchzusetzen, werden wir das anderen Staaten nicht verwehren können. Und wenn ein Land seine Küste nicht alleine schützen kann, weil sie nicht die entsprechende Industrie dafür haben, rufen wir ihnen freudig zu, wir haben sie. Ihr kriegt von uns Patrouillenboote, wenn ihr die bestellt bei uns und braucht, das sichert den Wolgast Arbeitsplätze bei der Lürsenwerft, gerade der Deal, von dem wir das letzte Mal sprachen. Und es ist keinem Land zu verwehren, dass es eine Küstenpatrouille, einen Küstenschutz aufbaut, um sich gegen Insurgenten und alle möglichen kriminellen Elemente, die weltweit unterwegs sind, hier auch zur Wehr zu setzen. Das gehört zur internationalen Politik dazu. Das ist eine Frage von Sicherheits- und Außenpolitik. Es ist keine normale wirtschaftliche Sektorbetrachtung, das haben wir nie behauptet. Gleichwohl bin ich der festen Überzeugung, wenn nun das G36 nicht nach Saudi-Arabien kommt, werden die saudischen Einheiten wahrscheinlich trotzdem nicht mit Holzgewehren rumlaufen, sondern einen anderen Lieferanten finden, der ihnen bereitwillig die entsprechende Technik zur Verfügung stellt. Ich wünsche mir, dass mit unserer restriktiven Politik, wo wir versuchen, Einfluss zu nehmen in die Länder, wir Sicherheitspartnerschaften generieren können in der Welt und dass das zum Wohle sowohl der deutschen Industrie, der Deutschen insgesamt, aber auch den internationalen Partnern geschieht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Rede von Klaus-Peter Wilsch war das CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist Agnieszka Brugger, Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 7,86 Milliarden Euro, das ist der Wert der Genehmigung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, den die schwarz-rote Bundesregierung im Jahr 2015 erteilt hat. Das ist nicht nur eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr, sondern das ist der höchste Wert, seitdem unter Rot-Grün die Berichtspflichten erstmalig eingeführt worden sind. Und ich finde, das ist ein beschämender Rekord der sicherheitspolitischen Verantwortungslosigkeit. Die Union macht ja keinen Hehl daraus, wie zum Beispiel Herr Ramsauer im Deutschlandfunk, dass sie auf diesen Rekord auch noch stolz ist. Aber die SPD und allen voran Sigmar Gabriel, der schließlich nicht nur Wirtschaftsminister und damit federführend für Rüstungsexporte ist, sondern auch noch Vizekanzler dieser Koalition ist, ist angetreten, um diese verheerende Rüstungsexportpolitik zu beenden. Und völlig richtig, denn es ist höchste Zeit für eine radikale Kehrtwende, die eben Frieden, Sicherheit und Menschenrechte über die Gewinninteressen der deutschen Waffenkonzerne stellt. 7,86 Milliarden Euro, sie sind krachend gescheitert und sie haben dabei völlig versagt. Aber Sigmar Gabriel wäre nicht Sigmar Gabriel, wenn er nicht versuchen würde, sich hier aus der Verantwortung zu stehlen. Und in den 3 Jahren, in denen er jetzt Wirtschaftsminister ist, hat er uns eine Reihe von fadenscheinigen Ausflüchten und billigen Ausreden präsentiert. Und die nehme ich mir auch gerne, wenn es da Unmut in der SPD gibt, im Einzelnen jetzt mal vor und schaue sie mir genauer an. Die hohen Zahlen haben etwas mit Sonderfaktoren zu tun. Da wird dann alles reingeschoben, was einem nicht in den Kram passt. Sie wollen den Eindruck damit erwecken, das ist ja nur ein Ausreißer nach oben und das ist eine Ausnahme. Ja, Pech für Sigmar Gabriel, Pech für Sie auch von der SPD, für die von der Union ebenso, dass nun schon die Zahlen für das erste Halbjahr 2016 bekannt geworden sind. Das sind 4 Milliarden Euro in einem halben Jahr. Wenn Sie die nächsten 6 Monate so weitermachen wie die letzten, stellen Sie wieder einen neuen Rekord auf. Und dann kommt die nächste Ausrede. Man müsste doch einen differenzierten Blick haben und sich die Dinge im Einzelnen anschauen. Ja, dann schaue ich mir einen Deal im Einzelnen an.
Der Bundessicherheitsrat hat die Lieferung von Panzern und Haubitzen im Wert von 1,6 Milliarden Euro an Katar erlaubt. An einen Staat, der für die Gewalt im Jemen mitverantwortlich ist, in dem Menschenrechte verletzt werden und aus dessen Mitte heraus der islamistische Terror finanziert und unterstützt wird. Diese Entscheidung steht im Widerspruch zu den Regeln, die es in Deutschland gibt, auf die Sie sich ja auch gern immer berufen. Und diese Entscheidung ist ohne jeden sicherheitspolitischen Sachverstand getroffen worden. Und wieder versuchen Sie auch hier abzutauchen, versucht auch Sigmar Gabriel, sich hier aus der Verantwortung zu stehlen, wo wir bei der Ausrede Nummer 3 ankommen. Ja, und das grenzt schon fast an Lüge, was da immer wieder behauptet wird. Die Genehmigungen, die kommen ja von der bösen schwarz-gelben Vorgängerregierung. Sie wollten ja so gerne, aber sie könnten halt nicht. Spätestens der Fall Russland hat doch gezeigt, es ist möglich, Genehmigungen, die erteilt worden sind, wieder zurückzunehmen, wenn der politische Wille da ist. Und ich bin ja beim Kollegen van Aken. Ja, die Gesetze kann man verschärfen, das System kann man noch viel stärken. Aber das Beispiel zeigt doch, dass nicht das System an sich kaputt ist, sondern dass es der politische Wille der Regierung ist. Und das ist das, was geändert werden muss. Und wenn wir uns schon jetzt mit den Gesetzen beschäftigen, so sagt § 7 Absatz 1 des Kriegswaffenkontrollgesetzes auch klipp und klar, ich zitiere aus dem Gesetz, die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. Aber wissen Sie was? Absatz 2 von § 7, der verpflichtet die Bundesregierung, sogar eine Genehmigung zu widerrufen, wenn Gefahr besteht, dass Kriegswaffen zu einer friedensstörenden Handlung eingesetzt werden. Und in dem Fall aller Staaten, die Teil der Kriegsallianz im Jemen sind, da ist das nicht nur eine theoretische Gefahr, so wie es im Gesetz beschrieben ist, sondern diese Sache hat sich doch schon längst realisiert. Und auch das zeigt, das Problem sind eigentlich nicht die Gesetze, sondern das Problem sind Union und SPD. Und ja, es gibt ein Manko. Das ist, glaube ich, auch der wahre Grund für Ihr Rumgeeiere. Bei Stopp entstehen Schadensersatzansprüche für Rüstungsunternehmen. Und ja, ich finde es schlimm genug, dass dann mit Steuergeld die Profiteure einer sicherheitspolitisch wahnwitzigen Entscheidung von Schwarz-Gelb entschädigt werden müssen. Aber das ist doch weniger schlimm, als einen Staat mit deutschen Waffen zu beliefern, der für blutige Gewalt verantwortlich ist. Und deshalb fordern wir Grüne auch schon seit Jahren, alle Waffendeals mit den Staaten wie Saudi-Arabien und Katar zu stoppen, sie zu beenden. Und deshalb finde ich auch den linken Antrag, den wir heute hier debattieren, richtig. Aber ich erwarte schon auch, dass die Regierung dann so viel Mumm hat, sich hier auch hinzustellen und zu sagen, wir wollen den Schadensersatz nicht zahlen, das ist uns zu hoch, und wir lassen aktiv und bewusst diese verantwortungsvollen Deals, Panzer nach Katar, Patrouillenboote nach Saudi-Arabien, weiterlaufen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage ist schon auch, was machen eigentlich die anderen Mitglieder des Bundessicherheitsrates? Es ist ja nicht nur Herr Gabriel, der darüber abstimmen muss. Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen tauchen einfach ab, obwohl sie diesen Waffengeschäften zugestimmt haben. Auch die sollen sich mal vor der Öffentlichkeit rechtfertigen, warum sie das getan haben. Der Außenminister Steinmeier, bei dem in dessen Haus die Federführung für Menschenrechte liegt, ist sich nicht mal zu schade, diese Deals auch noch zu verteidigen, und schweigt zum brutalen Krieg im Jemen. Aber den Vogel abgeschossen hat in den letzten Tagen Finanzminister Schäuble, der angesichts nicht nur der Krisen in der Welt, sondern der Krise, die wir ja gerade in Europa haben, zu der Schlussfolgerung kommt, dass das Wichtigste ja jetzt wäre, die deutschen Exportrichtlinien zu lockern, damit man besser europäisch zusammenarbeiten kann. Das soll eine Antwort auf die Verunsicherung der Menschen in Europa sein? Das soll eine Antwort für die Menschen in den Krisenstaaten dieser Welt sein? Das ist doch nur gut für die Rüstungsindustrie. Und ganz ehrlich, die ganzen Mitglieder der Bundesregierung, der Außenminister, die Verteidigungsministerin, die können zusammen alle noch so viele schöne Reden halten von Deutschlands neuer Verantwortung in der Welt. Wenn sie gleichzeitig in den Hinterzimmern des Bundessicherheitsrates so verantwortungslos abstimmen, dann sollten sie mit diesen Reden aufhören, denn ihre Rekordzahlen, das ist einfach nur eine desaströse Bilanz der Verantwortungslosigkeit. Soweit Agnieszka Brugger für Bündnis 90 Die Grünen. Weiter geht es mit Ulrich Hampel für die SPD-Fraktion. Das Wort hat der Kollege Ulrich Hampel für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Rüstungsexportpolitik nimmt seit einigen Tagen wieder breiten Raum in der öffentlichen Berichterstattung ein. Anlass
ist der aktuelle Rüstungsexportbericht für das Jahr 2015, der in dieser Woche im Kabinett verabschiedet wurde. Die Bundesregierung berichtet damit bereits zum dritten Mal, schon vor der Sommerpause, über die Zahlen des vergangenen Jahres. Das Thema Rüstungsexporte ist in den vergangenen Jahren insgesamt wieder stärker in den öffentlichen Fokus gerückt, ist eine Entwicklung, die meine Fraktion und ich ausdrücklich begrüßen. Seit seinem Amtsantritt hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel dafür gesorgt, dass in deutlich kürzeren Abständen über die Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter berichtet wird und es damit endlich mehr Transparenz gibt. In der Geschichte der Bundesrepublik war die Rüstungsexportpolitik nie so transparent wie heute, und Wirtschaftsminister Gabriel hat die bisherige Geheimhaltungspraxis bei Exporten von deutschen Rüstungsgütern beendet. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Deutschland verfolgt eine restriktive Exportpolitik von Sicherheits- und Rüstungsgütern nach klaren Regeln und hohen Maßstäben. Gerade für sogenannte Drittstaaten, also Staaten außerhalb der NATO und der EU und der NATO gleichgestellten Ländern wie Australien, Japan, Neuseeland und der Schweiz, sind besonders strenge Regeln vorgesehen. Dies gilt natürlich auch für die Golfregion, für die Die Linke in ihren beiden Anträgen ein generelles Exportverbot fordert. Ein solches generelles Exportverbot lehnen wir ab. Kollege wir sprechen Hampel, uns. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Keul? Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für die Zulassung der Frage. Sie haben ja gerade zu Recht geschildert, dass in den Grundsätzen die Exporte außerhalb von NATO und in den EU besonders strengen Voraussetzungen unterliegen, im Gegensatz zu unseren Bündnispartnern. Wie erklären Sie sich dann, dass in den letzten Jahren in den Rüstungsexportberichten dieses Regelausnahmeverhältnis sich umgedreht hat und wir inzwischen mehr Kriegswaffen in Drittstaaten exportieren als in NATO und EU? Da muss ich jedoch anschauen, was letztendlich geliefert wird, und die Zahl berichtet letztendlich nicht über die Qualität, und man muss auch überlegen, wer nicht liefert, macht sich auch schuldig. Es wurde ja auch schon von meinem Kollegen Wilsch ganz genau darauf hingewiesen. Vielen Dank. Gerade bei Drittstaaten, zu denen auch die Mitgliedstaaten des Golfkooperationsrates gehören, gelten strenge Regeln und finden außer den sicherheitspolitischen Gesichtspunkten besondere Beachtung. Am Beispiel der Nichtgenehmigung für die Ausfuhr von G36-Bauteilen nach Saudi-Arabien zeigt sich, dass das aktuelle Bundesregierung hier verantwortungsvoll agiert. Anhand dieser Beispiele wird aber auch deutlich, dass es eben nicht so einfach ist, wie die Opposition den Menschen gerne glauben machen will, bereits genehmigte Exporte rückgängig zu machen. Denn den betroffenen Firmen, wie in diesem Fall Heckler und Koch, stehen natürlich in unserem Rechtsstaat der Klageweg offen. Gegebenenfalls entstehen Entschädigungsansprüche in Millionen- oder Milliardenhöhe gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Es stellt sich aber auch die Frage nach der Zuverlässigkeit Deutschlands bei seiner Exportzusagen. Diese möglichen Folgen müssen gründlich abgewogen und dürfen nicht einfach beiseite geschoben werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Falle der Nichtgenehmigung für die Ausfuhr von G36-Bauteilen unterstützt meine Fraktion und ich die Linie von Wirtschaftsminister Gabriel, künftig keine Genehmigungen für Komponente und Technologien in Drittländern zum Aufbau neuer Herstellungslinien für Kleinwaffen zu erteilen. Die neuen deutschen Kleinwaffengesetze nach 18. Mai 2015 sind diesbezüglich ein richtungsweisender Leitfaden für die restriktive Handhabung von Rüstungsexportanfragen bezüglich Kleinwaffen. Mit diesen Grundsätzen nehmen wir eine führende Rolle ein. Laut dem aktuellen Rüstungsexportbericht ist der Gesamtwert der Genehmigung von Kleinwaffen von 47 Millionen Euro im Jahre 2014 auf 32 Millionen Euro im Jahr 2015 zurückgegangen. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist der niedrigste Stand seit 15 Jahren. An Drittländern reduziert sich das Volumen um ein Drittel auf knapp 14 Millionen Euro. Wenn man sich vor Augen führt, dass insbesondere Kleinwaffen die Waffen der Bürgerkriege sind, die es deutlichen Rückgang des Exportvolumens, doch ein wirklicher Erfolg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung handelt bei ihrer Exportentscheidung in der Golfregion nach strengen Regeln unter besonderer Beachtung von außen- und sicherheitspolitischen Gesichtspunkten. Ein generelles
Exportverbot, wie die Linken es gefordert haben, lehnen wir als SPD ab. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ein herzliches Glück auf. Die Rede von Ulrich Hampel war das für die SPD-Fraktion. Das Wort hat der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer. Weiter geht es jetzt mit Joachim Pfeiffer für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Thema wird ja in der Tat in schöner, reflexartiger Regelmäßigkeit hier wieder aufgerufen, wird versucht, dieses zu skandalisieren, populistisch und alarmistisch aufzublasen. Ich möchte mal deshalb eingangs ein paar Bemerkungen noch mal auch zu Zahlen und Fakten machen. Kollege van Aken sprach vorher von unfassbar hohen Rüstungsexporten. Und es wurde hier von Rekord zu Rekord und von Anstieg und was weiß ich was gesprochen. Fakt ist, dass im Zeitraum von 2005 bis 2015, also in den letzten 10 Jahren, der Anteil der Kriegswaffen, und ich differenziere jetzt, es wird ja hier auch Äpfel mit Eiern und Birnen und was weiß ich was in einen Topf geworfen, aber das ist ja Absicht, weil ich unterstelle da, dass man intellektuell wahrscheinlich schon, wenn man es möchte, in der Lage wäre, zu differenzieren. Man möchte es aber gar nicht, weil es passt einem ja nicht ins Konzept. Also ich rede jetzt mal von den Kriegswaffen, das sind nämlich die Waffen, die wirklich dann auch zum Kampf sozusagen zum Einsatz kommen können, die ja angeblich so unverantwortlich hier exportiert werden. Der Anteil der Kriegswaffenausfuhren Deutschlands hat sich in absoluten Zahlen in den letzten 10 Jahren quasi nicht erhöht. Es ist gleich geblieben. In relativen Zahlen hat es sich sogar halbiert, nämlich von 0,26%, das ist nachzulesen im Rüstungsexportbericht. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Zahlen stimmen. Ich habe es nicht nachgerechnet, gehe mal davon aus, dass die Bundesregierung richtig rechnet. Wenn Sie den zur Hand nehmen, Seite 30, Seite 31 des Berichts von dieser Woche, können Sie das nachschauen, hat sich der relative Anteil der Kriegswaffenexporte von 2005 bis 2015 halbiert. Von 0,26% auf 0,13%. Ja. Nein, vom Gesamtexport reduziert. So, und wenn wir jetzt mal, nehme ich mal die globalen Rüstungsexporte, das sind dann auch Minenräumfahrzeuge, Wassertanks oder irgendwelche Maschinen mit dabei, die im Übrigen 2/3 der Ausfuhren ausmachen, während die Kriegswaffen nur 1/3 der Ausfuhren ausmachen. Dann haben sich im Zeitraum von 2011 bis 2015, in den letzten 5 Jahren, diese Exporte um 14% weltweit erhöht. Der Anteil Deutschlands ist im Gegensatz zu 2006 bis 2010 in diesem Zeitraum von 11% auf 4,7% zurückgegangen. Hat sich also mehr als halbiert. Und. Das sind die Zahlen und Fakten. Und wie Sie hier von einer Rekord- ich komme gleich noch drauf, dann können Sie sich dann ja daran ausarbeiten, weil ich finde es nicht erfreulich. Sie müssten ja eigentlich jubeln, wenn sich diese Zahlen reduziert haben. Aber das machen Sie nicht. Im Gegenteil, Sie skandalisieren es weiter, obwohl es in der Sache definitiv falsch ist. So, jetzt aber mal zu den Lösungsansätzen. Was sind denn Rüstungsexporte und Kriegswaffenexporte? Sie sind Teil zuvorderst und in allererster Linie unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Selbstverständlich verfolgen wir, glaube ich, mit großer Mehrheit hier im Hause zuallererst und zuvorderst multilaterale Ansätze im Rahmen der UN oder im Rahmen anderer internationaler Zusammenarbeit, die vor allem auch natürlich mit friedlichen Mitteln, mit Entwicklungshilfe, mit anderen unterstützenden Maßnahmen vorgeht. Aber trotzdem
werden die Probleme der Welt nicht durch Schönreden oder durch Wegtugen angesprochen. Der Kollege Wiltsch hat es angesprochen und ich fand es, Kollege Hampel hat es, glaube ich, angesprochen, sehr treffend. Wegschauen und nicht liefern und den Kopf in den Sand stecken ist oftmals die schlechtere und die unverantwortliche Lösung der Welt gegenüber, während wir hier unsere politischen Debatten, die rein binnenorientiert sind, führen. Jetzt sind wir uns auch einig, dass es Probleme gibt und wir machen auch was. Wenn ich es richtig weiß, haben wir im Moment 16 Missionen der Bundeswehr. Wir haben gerade gestern Abend ein Mandat wieder verlängert. 16 Missionen der Bundeswehr in der Welt, wo wir einen Beitrag dazu leisten, dass Sicherheit erhalten wird, Sicherheit zum Teil aber auch erst geschaffen wird. Da sind wir uns ja einig. Ohne Sicherheit gibt es nämlich auch keine Entwicklung. Und ohne Entwicklung, ohne Arbeitsplätze, ohne Wachstum gibt es auch entsprechend keine Menschenrechte. Diese Abfolge ist historisch und auch heute in den Ländern ja zu sehen. Fordern Sie jetzt, dass die Bundeswehr, dass wir noch mehr Auslandseinsätze machen, dass wir noch mehr internationalen Verbund machen? Diese Forderung wäre konsequent. Die erheben Sie aber nicht. Nein, Sie sagen dann, und jetzt kommen wir mal in der Abschichtung dazu, dort, wo wir nämlich nicht selber überall sein können, um Frieden zu schaffen und Frieden zu erhalten, haben wir Partner und Verbündete, die es zum Teil seit Jahrzehnten sind, die nicht immer unseren Standards entsprechen, die vielleicht auch eine andere Historie haben. Aber sie sorgen dafür, dass Stabilität erhalten wird, dass Sicherheit erhalten wird und dass dann Wachstum und auch Menschenrechte sich auch dort entwickeln können. Und das gilt auch für viele verlässliche Partner in Arabien, so auch für Saudi-Arabien auf der arabischen Halbinsel. Wenn Sie sehen, was dort in den letzten Jahren passiert ist, Wahlen, Rechtsquellen, Beteiligung, Mitwirkung der Frauen, dann ist das nicht das, was wir uns in Deutschland wünschen, vorstellen und erreicht haben. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich persönlich bin froh und sage das in aller Offenheit und Deutlichkeit, dass Saudi-Arabien dafür sorgt, dass auf der arabischen Halbinsel im Jemen dort das Menschentöten und der Bürgerkrieg beendet wird. Ich halte das für richtig. Ich halte das für richtig und bin da froh drüber, dass die dieses machen und wir nicht hier mit Schönreden dieser reden. Die Jesiden im Irak, die Kurden sind vorher angesprochen worden. Andere machen es. Wenn wir sie dann aber im Stich lassen und ihnen nicht die Ausrüstung geben, um diese Aufgabe wahrzunehmen, wie sollen sie sie denn erledigen dann? In Mali machen wir es nämlich so. Dort sagen wir, jawohl, dort soll das staatliche Sicherheitsmonopol hergestellt werden, bilden sie auch aus. Aber Waffen, und da brauchen sie Kriegswaffen, nicht nur Wassertanks für die Wüste, die liefern wir ihnen natürlich nicht. Und da muss ich sagen, wer ist jetzt inkonsequent, wer ist scheinheilig? Und deshalb ist in der Tat ein Systemwechsel nötig. Verbot ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung, sondern wir müssen den in der Tat viel zu restriktive Handhabung, die wir hier in Deutschland haben, überdenken, und zwar aus politischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen und Arbeitsplatzgründen. Ich glaube, die Zahlen habe ich dargelegt, können Sie ja alle nachlesen. Sondern es geht darum, in erster Linie Außen- und Sicherheitspolitik. Dann müssen wir auch innovationsfähig bleiben. Wir brauchen Kernkompetenzen, damit wir selber unabhängig bleiben und unsere Sicherheit gewährleisten können. Und wir müssen auch verlässlich sein und wir müssen partnerschaftlich dies organisieren können. Deshalb wurde vorher Wolfgang Schäuble erwähnt. Er hat 100% recht natürlich, wie in fast allen Fragen er immer 100% recht hat und dann auch recht irgendwann bekommt. Ja? In der Europäisierung haben wir hier gesagt, jawohl, wir wollen eine Europäisierung, aber die Europäisierung darf natürlich nur sein nach unseren Standards, wenn nicht alle anderen so mitmachen, wie wir es gern hätten, dann funktioniert die Europäisierung nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen in Europa, und das ist auch aktueller denn je im Moment, eine Außen- und Sicherheitspolitik definieren, die wir wollen, die wir anstreben, und dann müssen wir auch die Instrumente dafür einsetzen. Und da gehört auch eine verantwortliche
diesen Kriterien entsprechende Rüstungs- und Kriegswaffenexportpolitik dazu, aber nicht mit nationalem Sonderweg. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern international und europäisch eingebunden. Das ist die Aufgabe, und dieser Systemwechsel ist notwendig und nicht ein populistisches, alarmistisches Verbot, das weder politisch noch den Menschen in der Welt weiterhilft. Vielen Dank. Die Rede von Joachim Pfeiffer war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren wirtschaftspolitischer Sprecher er ist. Weiter geht es mit Matthias Ilgen für die SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir begrüßen in der Tat die Häufigkeit des Rüstungsexportberichts inzwischen, denn es ist auch eine Gelegenheit, ab und an mal deutlich zu machen, wie die sozialdemokratische Bundestagsfraktion sich dann doch von den Christdemokraten in einigen Punkten unterscheidet. Herr Pfeiffer hat hier eben gesagt, wir brauchen eine Wende weg vom Restriktivismus hin zum Aktivismus sozusagen und weg mit den Regeln. Das unterstützt die SPD-Bundestagsfraktion ganz klar nicht. Wir sind stolz darauf, dass der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel die restriktive Rüstungspolitik nicht nur angekündigt hat, sondern auch durchgehalten hat. Und deswegen bin ich da sozusagen beim Antrag der Opposition, Herr von Aken, der Linkspartei. Ich schätze Sie ja als Kollege wirklich redlich und intellektuell, aber Sie haben nicht mit einem Wort heute zu Ihrem Antrag gesprochen, sondern Sie haben lediglich sozusagen erneut die Zahlen des Gesamtvolumens des Exportberichtes aufgerufen und skandalisieren das in der Tat. Und das ist unredlich, denn man muss schon gucken, nicht der nominale Wert oder eine nominale Steigerung entscheidet doch darüber, wie gefährlich ist real ein Rüstungsexport, sondern was wird exportiert im Einzelnen. Und da muss man genauer hingucken, denn Kleinwaffen, die wir für besonders gefährlich halten, insbesondere wenn sie in Drittstaaten gehen und wir die Weiterverwendung nicht nachprüfen konnten in der Vergangenheit, die sind relativ günstig verglichen mit dem, was wir vor allem an unsere vielen Partner in der Welt, an Tankflugzeugen, Bergepanzern, Eisbrechern und so weiter liefern. Und deswegen ist es einfach unredlich, das Volumen auch bei Ihnen, Frau Brugger, zu nehmen und zu sagen, Sie haben das verdoppelt und deswegen ist die Welt jetzt schlechter geworden. Das ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, die man einfach so nicht mitmachen darf. Und ich will auch erklären, dass die Welt manchmal Graustufen hat. Ich will ein Beispiel nennen. Kollege Ilgen, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen van Aken? Wenn ich den Gedanken noch zu Ende führen darf danach, okay? Dann meldet er sich nochmal. Ja, okay. Und zwar, die Frage wird auf uns zukommen. Brasilien fragt an, sozusagen, Sie haben die Olympischen Spiele vor der Tür und wollen Maschinengewehre haben, deswegen, weil sie im Moment ihre Sicherheitslage so einschätzen, dass sie mit ihrer polizeilichen Ausrüstung nicht zurechtkommen werden, die Olympischen Spiele zu schützen. So. Und Sie wollen sozusagen, ich habe das jetzt mehrfach gehört, sowohl von den Grünen als auch von den Linken, ein Total-Exportverbot für Kleinwaffen der Bundesrepublik Deutschland machen. Das wird dazu führen, dass wir aktiv dazu beitragen, die Sicherheitslage bei den Olympischen Spielen in Brasilien nicht zu gewährleisten, wenn man das nicht genehmigen würde. Das halten wir Sozialdemokraten für falsch. Man muss den Einzelfall prüfen. Das ist für uns das entscheidende Argument, warum man ein solches Totalverbot nicht machen kann. Jetzt. Cool. Naja. Das Wort erteile ich jetzt erstmal. Also der Kollege van Aken hat für eine Frage oder Bemerkung das Wort. Dankeschön. Herr Ilgen, Sie sagen ja zu Recht, man muss genau hinschauen. Und man kann nicht nur die Gesamtzahlen sehen, man muss ins Detail gucken. Ja, dann reden wir doch mal über den Antrag. Wir reden mal über Saudi-Arabien. Sie wissen, im letzten Jahr 2015 hat Saudi-Arabien im Jemen bombardiert, Luftangriffe geflogen, hat ganz viel Munition verbraucht, Bombenraketen verbraucht. Kauft sie jetzt nach. Wissen Sie, für wie viele Millionen Euro Sie in Deutschland Nachschub gekauft haben? 270, glaube ich, werden sagen. Nur Munition, ich rede nur über Munition. Für 20 Millionen Euro hat Ihr Wirtschaftsminister im letzten Jahr Munition für Saudi-Arabien, die Sie am nächsten Tag wahrscheinlich gleich schon wieder im Jemen verballert haben, genehmigt. Das sind konkrete Zahlen, das sind konkrete Beispiele. Wenn Sie hier schon sagen, man muss ins Detail gehen, dann sagen Sie auch, dass es deutsche Waffen sind, die gerade im Jemen töten. Und dann äußern Sie sich bitte auch zu Herrn Pfeiffer, der sagt, das finde ich richtig, dass wir mit deutschen Waffen Zivilisten getötet werden. Das müssen Sie jetzt mal ganz klar sagen. Danke. Ich will versuchen, darauf einzugehen. Ich will deutlich machen, Sie sagen immer, der Wirtschaftsminister, das ist falsch. Ich muss Ihnen Nachhilfe in Staatsrecht erteilen hier an der Stelle. Der Bundessicherheitsrat genehmigt sozusagen und daraufhin erteilt dann das Bundeswirtschaftsministerium die Genehmigung. Und wir haben, glaube ich, mehrfach in diesem Hause deutlich gemacht,
dass es in der Vergangenheit Abstimmungen gegeben hat in diesem Bundessicherheitsrat, wo die sozialdemokratischen Bundesminister anders abgestimmt haben als die Kolleginnen und Kollegen von der Union. Es handelt sich allerdings um ein Kollegialorgan, was nach Mehrheitsprinzip entscheidet. Und deswegen sind wir in einigen dieser Abstimmungen unterlegen. Und werden die nicht in der Regel im Einzelnen öffentlich gemacht, aber der Bundeswirtschaftsminister hat ein paar Fälle genannt. Ich kann jetzt ehrlich gesagt zu diesem konkreten Anlass nichts sagen, weil ich das Abstimmungsergebnis sozusagen nicht kenne und auch das Verhalten nicht. Sie vielleicht auch nicht oder vielleicht wissen Sie es. Auf jeden Fall geht es doch darum, dass man da differenziert. Und wir lehnen auf jeden Fall, das will ich Ihnen politisch sagen, diesen Stellvertreterkrieg, wie er dort durch Saudi-Arabien im Jemen geführt wird, ab als SPD-Bundestagsfraktion. Nein, das werden wir nicht tun. Denn was dieser Antrag auch tut, ist ja sozusagen politische Sippenhaft einfordern. Ich will das mal deswegen sagen, wenn man zum Beispiel Bergepanzer an den Oman liefert oder wenn man ABC-Abwehrfahrzeuge nach Kuwait liefert, dann ist das ja auch der Nahe Osten sozusagen. Und Sie wollen sowas in Zukunft verbieten, weil Sie jetzt ein konkretes Problem, das wir in der Analyse teilen, sozusagen mit Saudi-Arabien haben. Das kann man nicht machen, sondern wir werden uns weiterhin für die ganz klare Einzelfallbetrachtung aussprechen an dieser Stelle. Ich will noch mal was sagen zu den Kleinwaffen. Die konkreten Werte wurden ja noch mal angesprochen. Aber ich denke, das ist doch ein entscheidender Punkt, dass wir alle miteinander in diesem Hause festhalten können, mindestens auf der Seite, die bis dort geht, sage ich mal, dass Kleinwaffenexporte weiter reduziert werden können, reduziert werden müssen. Und meine Kollegin Fink-Grimmer wird auch noch etwas sagen zu unseren Vorstellungen, was sozusagen eine neue Gesetzesgrundlage für diesen Teil angeht. So, ja, eigentlich bin ich am Ende mit meiner Rede, weil alles andere wurde schon von den Kolleginnen und Kollegen gefragt, wenn Sie noch weitere Interventionen planen. Ich hoffe, Frau Brugger hatte eben gezuckt, vielleicht haben Sie noch. Gut, dann danke schön. Keine weiteren Fragen mehr an Matthias Ilgen von der SPD. Weiter geht es jetzt mit Omid Nuripur, dem Sprecher für Außenpolitik der Grünen Fraktion. Das Wort hat der Kollege Omid Nuripur für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am 25. Mai rechtfertigte der Bundesaußenminister das Liefern von Patrouillenbooten nach Saudi-Arabien damit, dass er sagte, er habe Verständnis für die legitimen Sicherheitsinteressen Saudi-Arabiens. Jedes Land der Welt hat legitime Sicherheitsinteressen. Die Frage ist nur, reichen Sie aus dafür, dass wir Ihnen Waffen liefern? Haben Sie irgendwas mit der Welt, mit dem Weltfrieden und mit dem Völkerrecht zu tun? Schauen wir doch mal an, was Saudi-Arabien macht, und zwar jetzt im 17. Monat. Sie bomben Jemen zurzeit in die Steinzeit zurück. 6.500 zivile Tote durch die Bombardements. Die größte humanitäre Katastrophe der Zeit. 13 Millionen Menschen brauchen zurzeit in Jemen täglich humanitäre Hilfe. Doppelt so viel wie in Syrien. 2,8 Millionen Binnenvertriebene. Eine komplett zerstörte zivile Infrastruktur. Weltkulturerbe wird gebombt. Krankenhäuser werden gebombt. Flüchtlingslager werden gebombt. Das sind auch die Sicherheitsinteressen, die Saudi-Arabien formuliert. Und Herr Kollege Pfeiffer, wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, Sie sind froh darüber, dass Sie das tun, dann ist das nicht nur jenseits meiner Magenstärke, das ist einfach menschenverachtender Zynismus. Die Saudis sind nicht alleine schuld an diesem Krieg. Selbstverständlich gibt es auch einen großen Beitrag der Houthi. Das ist überhaupt keine Frage. Im Übrigen, die Eskalation, so undifferenziert wie der Pfeiffer, kann hier niemand reden. Das ist schon okay. Natürlich haben die Houthis angefangen. Die Eskalation der Gefahr der Situation ist entstanden durch die Bombardements und durch die Seeblockade, die im Übrigen durch diese Patrouillenboote auch natürlich verstärkt werden soll. Die Seeblockade hat dazu geführt, dass keine Waffen mehr, keine Pharmaka ins Land kommen. Das gesamte öffentliche Leben im gesamten Land ist komplett stillgelegt. Und deshalb muss man sich mal angucken, wer ist denn eigentlich Profiteur dieser sogenannten Sicherheitsinteressen. Das ist die Al-Qaida. Die Waffen, über die Sie sich vorhin gefreut haben, die packen die in Holzkisten, werfen sie über Al-Qaida-Gebiet ab, weil sie wissen, dass die Al-Qaida gegen Houthis kämpft. Hat das auch was zu tun mit den legitimen Sicherheitsinteressen der Menschen in Deutschland, dass die Al-Qaida durch diesen irrsinnigen Krieg der Saudis gestärkt wird? Ich glaube nicht, aber dazu hätten Sie ja vielleicht auch mal was sagen können.
Die Al-Qaida kontrolliert mittlerweile Häfen mit Zugang zum offenen Meer. Die profitieren an der Schmuggelwirtschaft und die rekrutieren die Leute, die nicht mehr wissen, was mit ihnen passieren soll, weil sie nun mal im 17. Monat gebombt werden. Aber hey, freuen Sie sich weiter, nur, kann man nur sagen. Ich glaube nicht, dass die Menschen an den Bildschirmen irgendein Verständnis haben für diese wirklich abartige Positionierung, die ich hier gerade gehört habe. Und es ist ja nicht nur Jemen. Die Saudis unterminieren gerade massivst die Vereinten Nationen. Beispiel: Der Menschenrechtsrat hat sich nicht befassen können mit diesem Thema, weil die Saudis konterkariert haben, dass es eine unabhängige Untersuchung gibt. Beispiel: Die sogenannte Liste der Schande. Es gab eine Liste, in der klar dargestellt wurde, wie Kinder in Jemen gerade leiden unter dem Bombardement. Die Saudis haben gesagt, dann geben wir kein Geld mehr an die Vereinten Nationen. Das ist die wahre Schande, über die wir reden müssten, und nicht die Frage der sogenannten legitimen Sicherheitsinteressen des Landes. Was ist denn mit den Sicherheitsinteressen der zivilen Opfer? Was ist denn mit den Sicherheitsinteressen der Vereinten Nationen? Was ist denn mit den Sicherheitsinteressen eben der Bundesrepublik Deutschland in einer Situation, in der nur die Al-Qaida in diesem wahnsinnigen Krieg gewinnt? Und die einzige Ausrede ist, die wir bisher hören, ist, naja, die Genehmigungen sind alt. Ich kann nur zitieren aus den Rüstungsrechtsbordrichtlinien: Die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern wird nicht genehmigt in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht. Zitat Ende. Spätestens seit Beginn des Jemenkrieges ist es klar, auch alte Genehmigungen können und müssen widerrufen werden. Soweit Omid Nuripur, Bündnis 90, die Grünen. Weiter geht es in der Debatte jetzt mit Andreas Lemmel für die CDU-CSU. Das Wort hat der Kollege Andreas Lemmel für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eben leider wie immer in den Debatten, die Diskussion über Rüstungsexporte, dass das keine einfache Diskussion ist, das wissen wir alle. Nur krankt die Diskussion immer wieder daran, dass Herr van Aken versucht, sozusagen Rednern anderer Fraktionen die Worte im Mund umzudrehen, ja, dass sie völlig populistische und völlig losgelöste Sachen behaupten, die durch nichts gedeckt sind. Und das ist genau dieselbe Diskussion, die wir ja gestern schon geführt haben im Zusammenhang mit CETA. Die Linken betreiben eine Politik, wo sie mit populistischen Floskeln, ohne Details, ohne dass sie auch wirklich sachlich aufklären, unter den Menschen Ängste schüren, um sozusagen gegen die Regierung, gegen die deutsche Politik zu argumentieren. Sie haben doch gerade von Herrn Pfeiffer genau die Worte im Mund umgedreht. Es stimmte doch einfach nicht, was Sie behauptet haben. Und ich erinnere Sie immer mal wieder an die Historie Ihrer Partei. Ja, wir sind jetzt in Deutschland. Wir haben die restriktivsten Rüstungsexportkontrollen, die restriktivsten Exportrichtlinien, die Grünen im Übrigen mitgeschrieben haben. So. Naja, nur langsam. Und die Waffen, die zum Teil heute noch in der Welt sind, die Al-Qaida und andere benutzen, sind keine deutschen Waffen. Das sind möglicherweise noch Waffen, die die Sowjetunion mit ihren sozialistischen Partnern unter die Welt gebracht hat. Völlig unkontrolliert, meine Damen und Herren. Und Herr Nuripur, Al-Qaida kämpft nicht mit deutschen Waffen. Das müssen Sie doch einfach mal deutlich sagen. Es sind keine deutschen Waffen. So. Es gibt ganz andere Nationen wie die Russen oder wie die Amerikaner, die völlig unkontrolliert das tun. Und Sie können doch jetzt wirklich die deutsche Rüstungsexportpolitik nicht mit anderen gleichsetzen. Also das ist absurd, was Sie hier betreiben, meine Damen und Herren. Kollege Lemmel, gestatten Sie mal. Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Und dann müssen wir mal genauer reingucken. Herr Nuripur, Sie haben es ja selber gesagt, der Herr van Aken, mit seiner populistischen Darstellung Rekorde. Gucken wir doch mal rein, was denn auf der Exportliste steht. Also in den Oman zum Beispiel. In den Oman von den 96 Millionen Euro Rüstungsexporte, die dahin geliefert sind, sind 25% wertmäßig gesehen Flugleiteinrichtungen, 20% sind LKWs, 12% sind Datenverarbeitungsanlagen und 12% sind Dekontaminationsausrüstungen. So. Wenn man mal in die Vereinigten Arabischen Emirate schaut, dann haben wir 107 Millionen Export, davon sind 40% LKWs, Schwerlasttransporter, Sattelauflieger,
20% sind Überwachungssysteme, der Rest sind See-, Minen-, Räumsysteme, aber auch Sportpistolen und Jagdgewehre. Ich will damit bloß mal sagen, ja, man muss schon, wenn man so eine Diskussion führt, ehrlicher differenzieren, und daran krankt eben diese ganze Diskussion. Weil Sie versuchen sozusagen hier ein Monster aufzubauen, Deutschland als Politikmonster im internationalen Rüstungsexport. Und der Kollege Pfeiffer hat ja darauf verwiesen, dass die deutschen Zahlen insgesamt am weltweiten Rüstungsexport sich deutlich verringert haben. 4,7% von 14%. Also, und sowas ignorieren Sie ganz einfach. Dazu kommt, meine Damen und Herren, und das muss man ja auch noch mal die Frage sich stellen, an die Kollegen der linken Fraktion, die ja ihren Antrag heute gestellt haben. Herr von Aken hat ja gar nicht dazu gesprochen. Er hat das sozusagen die globalen Dinge der Welt erklärt. Wie halten Sie das denn mit den UN-Missionen? Wenn man zu einem Verbot käme, ja, wenn man das mal sieht, da haben wir das Thema UN-Missionen. Wie verhält sich dann Deutschland? Deutschland ist dann eben praktisch raus. Blicken wir mal nach Afrika. Blicken wir mal nach Afrika, dort, wo sich jetzt eine große Ansammlung von Terroristen südlich der Sahara bewegt, in den sogenannten Sahel-G5-Staaten. Dort gibt es die Bemühungen, dass die Afrikanische Union eine Eingreiftruppe aufstellt mit Oberkommando in N'Djamena im Tschad, um sozusagen selbst den Terrorismus in der Sahelzone zu bekämpfen. Teilweise können sie in den Ländern überhaupt nicht mehr sich bewegen, weil praktisch terroristische Gebiete es überhaupt nicht mehr erlauben, dass man da hinreist. So, und wer stattet denn nun die Mission der Afrikanischen Union aus? Das ist doch die Frage. Sollen wir das mit unseren demokratischen Grundsätzen machen? Oder sollen wir das den Russen überlassen oder den Chinesen, wo völlig praktisch überhaupt niemand eine Kontrolle darüber hat, was da geliefert wird? Also das ist doch die Frage, welche Sicherheitsinteressen verfolgen wir auch mit unserer Rüstungsexportpolitik? Und da ist es eben nicht so einfach, wie Sie das immer wieder versuchen darzustellen. Auch in dem jetzigen Rüstungsexportbericht ist doch klar zu sehen, dass Deutschland, ich glaube, 8 VN-Missionen unterstützt mit dem Export von Gerätschaften. Auch das würde bei einem Verbot völlig unter den Tisch fallen. Und da frage ich mich, auf der einen Seite fordert die Welt, Deutschland ist wirtschaftlich ein starkes Land, deswegen fordern natürlich die NATO-Partner, deshalb fordern unsere Verbündeten weltweit ein stärkeres Engagement Deutschlands, gar keine Frage, das ist ja auch richtig so. Aber wie soll man das leisten, wenn wir mit dem restriktivsten Recht sozusagen uns ein Verbot auferlegen und andere Staaten, wo keine Kontrolle da ist, wo überhaupt nicht diskutiert wird über den Verbleib von Waffen, wenn die in diese Lücken springen. Wissen Sie, das ist genauso absurd wie die Diskussion um den Export von Kohlekraftwerken. Ja, Deutschland will sozusagen die Welt damit heilen, dass keine deutschen Kohlekraftwerke mehr in der Welt, in die Welt geliefert werden, mit deutscher Exportfinanzierung versehen werden. Ja, gut. Wir ruinieren unsere Industrie damit, wir gefährden Arbeitsplätze auf hohem Niveau, aber die Kraftwerke werden doch gebaut. Ja, da freuen sich die Japaner, die Chinesen, die Russen, alle freuen sich darüber, wenn Deutschland als gesitteter Staat sich hier aus diesen Exporten rauszieht. Deswegen ist Ihr Antrag eigentlich ziemlich absurd. Dann muss man noch etwas sagen, auch zum Kollegen Ilke von der SPD. Also, woher Sie das wissen, dass sozusagen SPD-Kollegen im Sicherheitsrat anders abstimmen als CDU-Kollegen, da frage ich mal die Frau Zypris, ob sie das bestätigen kann. Also wir kriegen nie das Abstimmungsverhalten mitgeteilt. Meines Erachtens ist es geheim. Ja, also das können Sie mir dann ja nach der Debatte noch mal verraten, wo Sie die Informationen herhaben. Und eine zweite Sache möchte ich mal noch aufklären. Meine Damen und Herren, wir haben gemeinsam CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag diese neue Regelung mit den Rüstungsexportberichten geregelt. Dass jetzt der Wirtschaftsminister den Willen der Koalition ausführt, das ist ja das Normalste der Welt. Also insofern muss ich mal sagen, Ursprung ist die Koalitionsvereinbarung, und dass das Wirtschaftsministerium das jetzt macht, ist ja ganz klar. Also insofern gibt es da nicht nur eine Person, die jetzt nun hier den Glorienschein davonträgt, sondern es war unser gemeinsamer politischer Wille. Und das möchte ich auch noch mal ganz klar in die Richtung der Linken sagen. Wir wissen ganz genau, wie sensibel die Geschichte ist. Nur mit Ihrem Populismus wird man erstens mal in der Welt nichts verändern, und zum Zweiten werden wir oft die deutsche Politik nichts Vernünftiges zustande bringen. Wir sind da besser in der Spur, und ich denke, es hat sich in den letzten Jahren gerade auf diesem Gebiet
sehr viel getan und den Weg werden wir auch weiter beschreiten. Vielen Dank. Soweit Andreas Lemmel für die CDU-CSU. Nächster Redner ist Karl-Heinz Brunner für die SPD-Fraktion. Ich möchte nur, es tut mir leid, aber ich möchte nur kurz drei Dinge korrigieren von dem, was Herr Lemmel gesagt hat. Ja, 30 könnte man, aber auf drei möchte ich mich fokussieren. Erstens, Herr Lemmel, Sie haben nicht hingehört. Auch irgendwelche Waffenexporte der Sowjetunion oder des Warschauer Paktes bis zum Jahre 1989-90, finde ich falsch. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Der Unterschied zwischen uns ist, ich finde auch die bundesdeutschen Waffenexporte falsch. Die finden Sie richtig, die Sowjetexporte finden Sie falsch. Ich finde sie alle falsch, erstens. Zweitens, Sie haben jetzt dreimal, viermal wiederholt, Al-Qaida kämpft nicht mit deutschen Waffen. Ich persönlich war im Januar 2014 in Nordsyrien und habe dort eine Milan-Rakete deutsch-französischer Produktion zu 50% in Deutschland hergestellt, in der Hand gehabt. Ich habe die Seriennummer, das Produktionsjahr und alles. Mit dieser Milan-Rakete hat Al-Qaida damals direkt an der Grenze im Dreieck zwischen Türkei, Syrien, Nordirak gekämpft. Ihre Information ist falsch. Ich habe das Ding persönlich in der Hand gehabt. Drittens, es gibt viele andere Beispiele. Also Internet ist voll mit Fotos, aber das kann ich mal richtig so auch mit Seriennummer und eigenen Anfassen bestätigen. Drittens, das geht zu weit. Dass Sie hier von Seite 111 des Rüstungsexportberichtes zitieren und vorlesen, VAE, Vereinigte Arabische Emirate, 41% sind LKWs. Dann lesen Sie das bitte ganz vor. Diese 41% sind LKWs und Teile für Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge. Das sind Kriegswaffen, die da drunter fallen. Tun Sie nicht so, als ob der Großteil von dem, was in die VAE geht, LKWs sind. Entweder haben Sie es nicht verstanden oder Sie haben bewusst falsch zitiert hier. Die Kurzintervention war das von Jan van Aken von der Linksfraktion. Der angesprochene Andreas Lemmel hat die Möglichkeit zu antworten. Er möchte aber nicht, er verzichtet darauf. Deshalb geht es jetzt weiter in der regulären Debatte mit Karl-Heinz Brunner für die SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, haben Sie keine Angst, dass die dicken Papiere, die ich jetzt da habe, Sie alle heute ertragen müssen? Ich bin sowieso schon glücklich, dass zu dieser Zeit am letzten Sitzungstag vor der angeblichen Sommerpause, bei der man immer behauptet, dass alle Abgeordneten in den Urlaub fahren, so viele Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema da sind und die Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls mit einem fast vollbesetzten Kabinettsbereich heute die Debatte lauschen. Eigentlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ist es mir bei dem Antrag, Herr Kollege van Aken, der Linken gegangen wie bei dem Klassiker und ewig grüßt das Murmeltier. Ich sage dies deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, weil ob es der jährliche Bericht der Stockholm International Peace Research Institute ist, also SIPRI, ob es der Rüstungskontrollbericht und der Transparenzbericht der Bundesregierung ist, ob es irgendein Gutachten ist zur Rüstung, es kommt immer die gleiche Reaktion. Erstens Empörung. Zweitens unreflektiert, undifferenziert irgendwelche Zahlen genannt, die dann natürlich im Einzelfall stimmen, aber nie in dem Kontext gesehen werden. Und drittens, ich sage es ganz bewusst, Verdrehung von Tatsachen. Und zuletzt dann selektiv eine Forderung, die ich fast sage, wie man aus den Textbausteinen rausnehmen kann, mal wie jetzt Genehmigung für Rüstungsexporte in die Staaten der Golfkooperationsrat widerrufen, keine neuen erteilen, gestern Austritt aus der NATO, vorgestern Abschaffung der Bundeswehr und, was so alles kommt. Und die kommen dann reflexartig immer wieder, ohne einen echten Lösungsansatz zu haben. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dies möchte ich in ein paar Worten versuchen zu widerlegen. Denn ist es nicht unser Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gewesen und auch aus Anstößen aus der Bundestagsfraktion, SPD-Bundestagsfraktion, nämlich tatsächlich das Volumen der Waffenexporte an Drittstaaten deutlich zu senken. Mein Vorredner hat es gesagt, eingebracht in den Koalitionsvertrag, hohe Transparenz und vor allen Dingen das Ziel Senkung der Waffenexporte. Und Fakt, und das muss auch an dieser Stelle gesagt werden, ist, dass es doch eigentlich eine gute Nachricht ist, die nicht wegzudiskutieren ist, dass die Genehmigung von Kleinwaffen so massiv zurückgegangen sind, wie sie in der Geschichte der Waffenexportgenehmigung, der Rüstungsexportgenehmigungen noch nie zurückgegangen sind. Und Kleinwaffen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind nun mal nicht die in Euro und Cent großen Positionen, aber sind die Waffen,
die das meiste Unheil, das größte Unheil auf dieser Welt anrichten und die vor allen Dingen in großen Stückzahlen bei geringen Gestehungskosten umgesetzt werden können. Und Sie schaden den größten, richten den größten Schaden an, und deshalb halte ich es für ausgesprochen wichtig und war eigentlich bedauerlich, dass heute noch niemand dazu etwas gesagt hat, dass die Post-Shipment-Kontrollen, die nunmehr eingeführt sind, nicht wegzudiskutieren sind. Und ich kenne das immer wieder, da macht ja noch niemand was in dem Bereich, in den Ländern. Es werden ja noch keine Kontrollen durchgeführt. Ja, richtig, werden nicht durchgeführt, weil auch noch keine dieser Waffen tatsächlich exportiert worden sind. Und nur was exportiert wird, kann kontrolliert werden und wird kontrolliert. Und dies ist richtig, dies ist notwendig, und deshalb halte ich es für zwingend notwendig. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, ich halte es auch für politisch absolut nur opportun, dass die Opposition, gleich welcher Art, immer die Zahl von 7,86 Milliarden Euro spielt, dann das Mantra spielt, Sigmar Gabriel ist gescheitert, den Blick in den Gesetzestext weglässt, die Frage, ob etwas rechtmäßig Kollege ist oder Brunner, nicht. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Brugger? Gerne, Frau Präsidentin. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Kollege Brunner. Weil Sie selber noch mal die Kleinwaffengrundsätze angesprochen haben und die Post-Shipment-Kontrollen, die beinhalten, dass man im Nachhinein kontrolliert, ob die Waffen auch wirklich da sind, wo sie genehmigt werden, und eigentlich nur noch Genehmigungen für Kleinwaffen ausspricht im Bundessicherheitsrat, bei denen die Empfängerstaaten vorher erklären, ja, wir lassen diese Kontrollen zu. Und wir verpflichten uns auch darauf, in unseren Beständen die gleiche Menge an alten Waffen zu zerstören. Jetzt schreit die Opposition nicht immer nur Skandal, sondern ich habe Sigmar Gabriel für genau diese beiden Dinge sehr gelobt. Aber zu der Aufgabe einer Abgeordneten gehört es dann auch, ein paar Monate später zu schauen, was davon übrig geblieben ist. Das habe ich in einem regen Briefwechsel mit dem Bundeswirtschaftsministerium getan. Und deshalb würde ich Sie fragen, ob Sie finden, dass das, was da jetzt gemacht wurde, ist, nämlich dass der Bundessicherheitsrat Genehmigungen für Kleinwaffen erteilt hat, ohne dass von allen Staaten die entsprechenden Erklärungen vorgelegen haben, ob das nicht zeigt, dass diese Kleinwaffengrundsätze, die gut sind, nicht mal das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Und zweitens habe ich auch gefragt, wer soll denn diese Kontrollen durchführen? Es sind dafür zwei Stellen im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geschaffen worden, glatte zwei Stellen. Und wissen Sie, wer die Vor-Ort-Kontrollen durchführen sollen? Die Botschaftsmitarbeiter, die ja sonst nichts zu tun haben und natürlich die Waffen anhand ihrer Typen und Seriennummer unterscheiden können. Wollen Sie uns wirklich erzählen, dass das jetzt hier die große Trendwende bei den Kleinwaffen, bei Endverbleibskontrolle und neu für alt ist? Verehrte Kollegin Brugger, selbstverständlich will ich dies Ihnen erklären, und ich gebe zu, dass das derzeitige Personal nicht ausreichend ist, aber es ist deshalb nicht ausreichend, weil tatsächlich aufgrund der erteilten Genehmigungen noch gar nicht... Ja, liebe Zuschauer, wir unterbrechen jetzt an dieser Stelle und blicken direkt nach Warschau.